Kinderzimmer. Ich freue mich, dass wir heute mal ein neues Lied zusammen gesungen haben. Jesus, du bist so gut. Und das kann ich von ganzem Herzen nachvollziehen. Jesus ist einfach wunderbar zu uns. Und wir haben ja auch schon ganz viel jetzt gehört nach Ostern. Und diesmal hören wir auch wieder eine mega spannende Geschichte. Aber vorher hören wir mal die aktuellen Nachrichten, was eigentlich so los ist. Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Elia TV mit den Nachrichten aus aller Welt für Kinder. Es ist Sonntag, der 10. Mai 2020. Mein Name ist Ida Eiscreme und wie immer, wenn ich meinen Namen höre, bekomme ich großen Hunger. Nun, unsere heutigen Themen sind: Musiker fast vorm Akkordeon zerquetscht, Sportler machen sich fit für Olympia 2030, Erdbeben in Philippi, kein Ausbruch aus dem Gefängnis und wie war das Wetter letzte Woche? Nun, Musik. Bei dem Versuch, gleichzeitig Geige und Akkordeon zu spielen, kippte der große Musicalstar Prinz Yamin um und konnte sich nicht mehr selbst helfen. Glücklicherweise konnte der Osterhase, der ja jetzt Urlaub hat, ihn aus dieser brenzlichen Situation befreien. Kommen wir zu Sport. Herzlichen Glückwunsch an die Nachwuchsmannschaft vom TSV Niederunteroberfoldern neben Schellenburg. Sie haben die
Olympia-Einladung für 2030 erhalten und das Training fing gestern Abend an. In Philippi, ohne Vorwarnung, traf gestern ein Erdbeben in der Region Makedonien im Bezirk Philippi auf. Ein Gefängnis wurde sehr stark beschädigt. Die Insassen im Gefängnis sind, obwohl sie konnten, nicht ausgebrochen. Mehr davon von unserem Auslandskorrespondenten Julius Cicero direkt aus Philippi. Ja, herzlich willkommen in Philippi, meine Damen und Herren. Sie sehen hier gleich die Stelle, wo das Gefängnis stand. Es sind nur noch ein paar Mauern übrig, so stark war das Erdbeben. Von einem Gefangenen namens Silas, der inzwischen freigelassen wurde, erfuhr ich, dass er mit seinem Freund Paulus zu Unrecht verurteilt und ins Gefängnis geworfen wurde. Sie haben einer Wahrsagerin den Geist ausgetrieben und die Männer, die diese arme Frau ausnutzten, brachten sie vor die Richter der Stadt. Dort wurden sie geschlagen und in die sicherste Zelle ganz im Inneren eines Gefängnisses geworfen. Silas berichtete mir, dass sie trotz dieser mega furchtbaren Situation irgendwann anfingen, Lieder zu singen, Gott zu loben, denn sie wussten ja, dass Gott auch in dieser Situation bei ihnen ist. Auf einmal bebte die Erde und ein Erdbeben der Stärke, wahnsinnig stark auf der Richterskala, ließ das Gefängnis zittern. Und Mauern fielen und die Türen schlugen auf und die Ketten an den Füßen sprangen auf. Der Gefängnisaufseher bekam einen riesigen Schreck und dachte, dass die Gefangenen ausgebrochen sind und wollte sich deswegen das Leben nehmen. Da rief Paulus, »Hey, Wärter, wir sind noch alle da!« Der Gefängnisaufseher konnte es kaum fassen. Er stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen, »Glaube an Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und alle seinen sogleich taufen. Und dann führte er sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Gerichtsdiener und ließen sagen, lasst diese Männer frei. Boah, was mir der Silas erzählt hat, ist ja Wahnsinn. Eine spannende Geschichte aus Philippi. Und damit gebe ich wieder zurück in die Nachrichtenredaktion zu Ida Ice Cream nach Buckenhof. Vielen Dank nach Philippi. Kommen wir jetzt noch zum Wetter in der letzten Woche. Es schien die Sonne, es hat geregnet und die Durchschnittstemperatur war ganz okay. Vielen Dank, dass Sie Elia TV eingeschaltet haben. Im Programm geht es jetzt weiter mit Markus will singen. Bleiben Sie dran und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Ida, für die freundliche Überleitung. Ich möchte doch ganz kurz nochmal auf Silas und Paulus zu sprechen kommen. Wie kann das klappen, in so einer Notsituation Gott zu loben? Also ich glaube ganz fest daran, wenn wir eine Beziehung zu unserem Papa im Himmel aufbauen, wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihm erzählen, was uns beschäftigt, wenn wir beten, wenn wir Lieder hören über ihn oder mitsingen, dann entwickelt sich eine Beziehung. Und dann merken wir auch, dass wir in Zeiten, wo es ganz gruselig ist, so wie es Paulus und Silas ging, dass es helfen kann, ein Lied zu singen. Und dass sich Gott einfach darüber freut und uns ganz nah ist. Und Gott möchte diese Beziehung. Für mich ist es so wie damals, als ich jünger war, als ich noch klein war und irgendwas erzählen wollte, was ich Tolles erlebt habe in der Schule oder mit Freunden, dass ich es meinem Vater erzählt habe. Und genauso bin ich aber auch hingegangen, wenn es mir nicht so gut ging, wenn mich was beschäftigt hat. Oder ich was ausgefressen habe. Ich konnte zu meinem Papa hingehen und er hat mir zugehört, hat mir geholfen oder einen Ratschlag gegeben oder hat mich einfach auch nur in den Arm genommen. Und ich glaube, das wünscht sich auch unser Papa im Himmel, dass wir zu ihm kommen mit den Dingen, die wir haben, dass er zuhört und ich weiß auch sicher, dass er uns helfen möchte. Und ich finde dieses Beispiel von Paulus und Silas, dass die in dieser Situation gesungen haben, dass da was ganz Tolles passiert ist, die Mauern sind aufgegangen, sie sind da geblieben. Und am nächsten Tag durften sie trotzdem freikommen. Also ein wahnsinniges Geschenk. Und ich freue mich, dass Gott dass eine Beziehung so zu uns will und dass wir die auch haben dürfen. Und was natürlich auch immer gut ist, Lieder singen.
Das hat Paulus und Silas getan und das möchte ich jetzt auch nochmal mit euch tun, weil seine Liebe, Herr, ist größer, größer als der Himmel, tiefer als das Meer. Das singen wir zusammen. Wir wünschen euch gottesreichen Segen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag und denkt einfach daran, Jesus ist mit unser bester Freund. Er möchte eine Beziehung mit uns und er ist immer für uns da. Einen schönen Sonntag. Tschüss.
Willkommen zum heutigen Elia-Gottesdienst. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal dabei, dann auch ganz besonders willkommen. Und ich freue mich, dass wir zusammen heute Gottesdienst feiern können. Wir schließen heute die Predigtreihe Hashtag wertvoll ab. Und passend dazu kennt ihr vielleicht folgende Situation. Man trifft sich mit einem guten Freund, einer guten Freundin, passend zum Muttertag, vielleicht auch mal mit seiner Mutter. Wenn man jetzt weggezogen ist oder so, passiert das vielleicht nicht so häufig. Und dann sieht man sich mal wieder. Und während man sich so sieht und trifft, fällt einem nochmal auf, wie viel einem eigentlich diese Person bedeutet, wie wert man sie eigentlich schätzt. Und man hat vielleicht so das Gefühl, hey, das möchte ich doch jetzt einfach mal ausdrücken. Vielleicht hat man ja auch gerade eine Predigtreihe zufällig dazu gehört, wo es genau um diese Thematik geht. Und dann überlegt man so, wie könnte ich das jetzt am besten machen, ohne dass es komisch wird. Und während man so überlegt, geht die Zeit rum und am Ende denkt man sich so, ach, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, lässt man es halt lieber ganz sein. Und diese Aussage, wie sehr man die Person wertschätzt, lässt man einfach weg. Und ist eigentlich schade. Ich meine, es könnte eigentlich besser gehen. Und deswegen freue ich mich sehr heute, dass Martin eine Predigt hält mit dem Titel Die fünf Sprachen der Wertschätzung. Konkret geht es darum, wie Wertschätzung eigentlich ausgedrückt wird, wie man das ausdrücken kann. Und wir schauen uns vielleicht auch einige Personen aus der Bibel an, wo man was auch über Wertschätzung und wie man die ausdrücken kann, lernen kann. Davor wird es wieder eine Zeit des Lobpreises geben. Die Akkorde dazu findet ihr wie immer in der Wochenmail. Und ansonsten wünsche ich uns jetzt einen schönen Gottesdienst zusammen. Und zum Einstieg würde ich gerne noch zusammen mit euch beten. Jesus, du bist das Vorbild schlechthin, wenn es darum geht, Wertschätzung auszudrücken. Lass uns das heute etwas von dir lernen. Sei mitten unter jedem Einzelnen von uns, in jedem Haushalt und segne diese gemeinsame Zeit und diesen Gottesdienst. Amen. Hallo, so schön, dass du heute mit dabei bist, wenn wir jetzt gemeinsam Gott feiern wollen. In der Bibel steht, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und darum glaube ich, dass er heute, egal wann du zuschaust, gegenwärtig ist und du ihm begegnen kannst. Er ist schon da und wartet auf dich. Steh also auf, erhebe seine Hände und gib Jesus alle Ehre im Lobpreis. Er ist es wert, dass wir uns aufmachen. Seid ihr dabei? Jetzt ist die Zeit, im Glauben aufzustehen, voller Vertrauen auf dich. Meine Augen werden Wunder sehen, durch den der Allmächtige. Deine Vollmacht und es geschieht.
Me.
Den nächsten Song, den ich gerne mit euch singen möchte, heißt »Der Herr segne dich«. Sicher ist der eine oder andere von euch seit dem Covid-Lockdown irgendwo im digitalen Netz auf den Song »The Blessing« von Carrie Hope und ihrem Mann gestoßen. Und diese englische Version begleitet mich seit März und hat mich total berührt. Ich finde ihn so stark, weil es mich irgendwie wieder daran erinnert hat, zu segnen und Segen über mich, meine Liebsten, meine Stärke, meine Schwächen, meine Stadt, meine Arbeit, einfach über alle Bereiche und Beziehungen meines Lebens auszusprechen, beziehungsweise auch auszusingen. Auch wenn danach die Dinge die gleichen sind, vollzieht sich da ein Perspektivwechsel und man schaut mit einem anderen Blick auf diese Dinge. Und es tut wirklich gut, das zu tun. Und deswegen freue ich mich, dass wir diesen Song jetzt gemeinsam singen dürfen. Der Herr segne dich. Amen.
uns sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und noch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich, er ist mit dir, er ist mit dir. Wenn du weinst und wenn du jubelst, er ist für dich, 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 er ist für dich. Amen. Amen. Amen.
Willkommen, Gisela. Cool, dass ich mit dir heute ein Mutausbruch-Interview machen kann. Es ist ja so, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, mit jemandem über den Glauben zu sprechen oder ihn auf Glaubensthemen anzusprechen. Dir ist das jetzt gelungen? Du hast da den Mut gehabt. Erzähl uns doch mal, was da genau passiert ist und wie es dazu gekommen ist. Also ich habe kurz nach Ostern an einem schönen Tag diese kleine Wanderung oder Spaziergang über den Burgberg mit Anleitung und Stationen alleine gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen, hat mich angesprochen. Und wie ich da rumgewandert bin, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch schade, wenn man das jetzt so alleine macht und niemanden mitgibt. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und dann ist mir eine Freundin eingefallen, die vielleicht Lust hätte, das mitzumachen. Und die habe ich dann angerufen und gefragt und die hat sich gefreut. Und dann haben wir einen Tag ausgemacht und dann sind wir gemeinsam diese Wanderung oder Spaziergang um den Burgberg rumgelaufen. Du meinst den Audiowalk Gott auf dem Berg? Ja, okay. Genau, genau. Und den fand ich ganz toll und ich möchte nochmal Elia Danke sagen. Okay. Und was hat sich dann ergeben aus diesem gemeinsamen Spaziergang? Also ich habe sie gefragt, ob sie nur den Spaziergang machen will oder ob sie auch gerne die einzelnen Stationen den Audiobeiträgen oder so. Mit den Audiobeiträgen hören möchte. Und da war sie sehr bereit, die zu hören. Und dann sind wir das wirklich alles gelaufen und haben uns auch hingesetzt und haben das in aller Ruhe angehört. Und besonders berührend fand ich vor dem jüdischen Friedhof, da haben wir uns dann auf so einen Baumsturm gesetzt und haben halt über das Leben, über den Tod und über das Leben nach dem Tod ein bisschen geredet. Und das finde ich, ja, das finde ich wichtig. Ja. Und ich glaube auch, dass es für sie wichtig war. Wir sind den Weg weitergelaufen und wir haben uns immer wieder angesprochen gefühlt. Gerade auch oben am Burgberg mit dem am Zaun entlanglaufen, wo es dann hieß, man ist auch manchmal einsam. Das hat sie sehr angesprochen, weil sie sich eben ab und zu einsam fühlt. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann es nicht so nachvollziehen, weil ich fühle mich nicht einsam, aber ich kann verstehen, dass es ihr so geht. Und ich persönlich finde da einfach, auch wenn ich alleine bin, tatsächlich viel Trost eben im Glauben, dass ich mit Jesus reden kann, dass ich Lieder singen kann oder vor mich hin brummeln, mit ihm reden kann. Ja. Und es findet sie sehr schön. Also das spricht sie an, kann sie aber für sich selber nicht annehmen, zumindest im Moment nicht. Ja. Und jetzt hast du mir erzählt, dass du eigentlich früher schon öfters mit ihr über den Glauben gesprochen hast und jetzt eine ganze Weile nicht mehr. Wie kommt es, dass du jetzt den Impuls hattest, Mensch, ich lade sie ein und ich will mit ihr wieder über den Glauben ins Gespräch kommen? Ja, ich denke einfach, dass es ihr gut tut. Und dass sie im Prinzip, wie jeder Mensch, den Glauben bräuchte. Ja, warum tut es ihr gerade gut? Naja, sie ist eben durch Corona relativ viel alleine. Und ich glaube, dass der Glaube da wirklich ein Wahnsinns, ja, Trost stecken, tragfähig ist, ja, um einen durch schwierige Situationen durchzubringen. Und ich habe dem Gespräch entnommen, dass sie das eigentlich auch glaubt, dass das gut wäre, aber dass es für sie im Moment nicht greifbar ist. Mhm. Irgendwie fehlt noch der Zugang dazu. Ja, ja. Aber das Coole finde ich eben, dass dir es gelungen ist, auch wenn man mit jemandem schon viele Jahre unterwegs ist und früher öfters über den Glauben gesprochen hat, dann geht es uns ja allen oft so, dann irgendwann redet man nicht mehr so über den Glauben. Das hat man irgendwann mal abgehakt, mit der Person gesprochen. Ja. Da denkt man sich, naja, gut, das haben wir jetzt irgendwie halt alle schon mal geklärt und jetzt ist man halt seit Jahren dann unterwegs miteinander, ohne drüber zu sprechen. Und doch hast du jetzt den Impuls gehabt, Mensch, jetzt will ich das Thema nochmal aufgreifen mit ihr, auch gerade weil es ihr nicht so gut geht. Und das fand ich eben sehr mutig und das kann uns auch ermutigen, auch in längeren Beziehungen, die wir schon länger haben, dann doch nochmal das aufzugreifen und den Glauben wieder anzusprechen. Denn Gott kann ja an den Herzen wirken in all diesen Jahren oder Monaten, wo man sich kennt, aber vielleicht nicht mehr drüber gesprochen hat. Insofern fand ich das eben mutig, dass du es wieder mal angesprochen hast mit deiner Freundin. Ja, sehr gut. Also vielen Dank für die Ermutigung. Hast du noch was, sonst noch was dazu? Mir ist einfach wichtig, dass solche Gespräche in einem möglichst natürlichen Kontext sind. Ich bin nicht der Typ, der sowas vom Zaun brechen kann, so mit brachialer Gewalt und jetzt rein mit dem Glauben,
sondern ich habe es gern, wenn sich das ergibt. Okay. Und es hat sich gut ergeben. Super, also vielen Dank fürs Erzählen und für deinen Mutausbruch, Gisela. Gerne. Ich begrüße euch ganz herzlich heute zur Predigt und wir sind tatsächlich bei der letzten Predigt dieser Reihe Hashtag wertvoll, die Kultur der Wertschätzung entwickeln. Und heute wird's nochmal total praktisch. Ich hoffe, dass diese Predigt hilft, Wertschätzung noch mehr zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, dass alle Menschen eine Art Wertschätzungstank in sich tragen, einen Wertschätzungstank. Und dieser Tank, der füllt sich, wann immer uns Liebe, Zuwendung, Zuneigung und Wertschätzung begegnet. Dann füllt sich dieser Tank. Und dieser Tank, der ist ein ganz entscheidendes Reservoir für unsere seelische und körperliche Gesundheit. Dieser Tank, der liefert uns Kraft und Energie für unser gesamtes Leben. Dieser Tank, der speist unsere Geduld, unsere Widerstandskraft, unsere Laune, unseren Tatendrang und unsere Empathie. Und wenn dieser Tank, dieser Wohlwollen- oder Wertschätzungstank leer läuft, dann verlieren wir genau diese Dinge. Dann verlieren wir unsere Geduld, unsere Resilienz, unsere gute Laune. Wir werden passiv und kalt. Und diesen Tank, den kann man nicht so einfach selbst füllen. Gott hat uns als Beziehungswesen erschaffen. Und er hat es so angelegt, dass wir einander brauchen, um diesen Liebestank oder Wertschätzungstank gefüllt zu bekommen. Und die Corona-Zeit, die hat uns allen deutlich gemacht, dass sich dieser Tank am besten füllt durch echte menschliche Begegnung. Ich glaube, die Online-Begegnung kann über manches hinweghelfen, aber sie hat nicht das gleiche Potenzial, unseren Wertschätzungstank zu füllen, wie das analoge Wertschätzung möglich macht. Und viele von uns leiden darunter. Dieser Tank ist geleert, denn irgendwie befindet man sich so momentan im emotionalen Überlebensmodus. Und darum ist die Betonung auf Wertschätzung im Moment so unglaublich wichtig. Das Neue Testament betont immer wieder, dass Liebe einen praktischen Ausdruck finden muss. Liebe sollte nicht nur ein Gefühl bleiben, eine Empfindung oder einfach nur ein Gedanke im Kopf. Der Apostel Johannes schreibt zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 18, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Oder der Apostel Jakobus schreibt dazu in Jakobus 2, Vers 15, stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Also allein die fromme Absicht, allein der fromme Wunsch, allein der wertschätzende Gedanke nützt dem anderen leider noch nicht so viel. Liebe und Wertschätzung, die muss man zeigen. Liebe und Wertschätzung brauchen konkrete Ausdrucksformen. Ja? Der Eheberater und Autor Gary Chapman, der hat diesbezüglich ein enorm hilfreiches Buch geschrieben. Die meisten werden es kennen, es lautet Die fünf Sprachen der Liebe. Und Chapman macht darin deutlich, dass es unterschiedliche Arten gibt, wie man Liebe, Zuneigung und Wertschätzung zum Ausdruck bringen kann. Er identifiziert fünf Hauptarten, fünf sogenannte Sprachen der Liebe. Und ich finde diese Idee von Chapman sehr relevant und sie hat sich seit vielen Jahren bewährt. Nun, ursprünglich waren diese fünf Sprachen der Liebe als Hilfsmittel für die Kommunikation in der Ehe gedacht. Später wurde das Ganze dann ausgeweitet auf fünf Sprachen der Liebe für Teenager oder die fünf Sprachen der Liebe in der Erziehung. Allerdings habe ich noch kein Buch gefunden mit dem Titel Die fünf Sprachen der Liebe für die Kirche. Und trotzdem denke ich, dass diese fünf Sprachen der Liebe auch auf die Gemeinde, auf die Kirche angewertet werden können und sollten. Was diese fünf Sprachen der Liebe genau sind,
Das will ich jetzt gar nicht ausführlich schildern, sondern Jan Meyer hat sich die Mühe gemacht, extra ein Erklärvideo zu erstellen, das uns hineinnimmt in diese fünf Sprachen der Liebe und das diese fünf Sprachen im Kontext der Gemeinde erklärt. Also viel Spaß bei den nächsten 4 Minuten mit diesem Video und dann sehen wir uns wieder. Missverständnisse. Das ist Sven. Sven ist ziemlich musikalisch und spielt E-Gitarre im Worship-Team seiner Gemeinde. Sven trifft sich oft noch nach der Probe mit den Bandmitgliedern, um ihnen noch ein paar coole Gitarrenriffs oder ein paar neue Akkorde beizubringen. Das ist Carla. Sie liebt es, wenn die Band auf der Bühne Lobpreis macht. Eines Tages beschließt sie, sich bei den Musikern zu bedanken. Sie ist gut darin, sich Geschenke zu überlegen, und so kauft sie für jeden aus der Band eine Schachtel gute Pralinen, schreibt eine Karte und verpackt alles nett. Nach dem Gottesdienst überreicht sie Sven die Pralinen und schwärmt von seinen Gitarrenkünsten. Dann geht sie zum nächsten Bandmitglied. Sven steckt die Pralinen in seine Tasche und macht sich an den Abbau der Technik. Eine helfende Hand wäre mir eigentlich lieber gewesen, murmelt er. Das ist Erik. Erik ist schon lange in der Gemeinde und leitet den Gebetskreis. Er hält sich in der Gemeinde im Hintergrund. Außer das eine Mal, als die Gemeinde eine schwere Zeit durchmachte und er Sonntag für Sonntag die Gemeinde zum Fasten und Beten aufrief. Das ist Harald. Harald ist einer der Gemeindeleiter. Er ist rhetorisch brillant, hat immer eine witzige Anekdote parat und liebt es, vor dem großen Publikum zu predigen. Er ist überzeugt davon, dass Gebet Veränderung bewirkt, und so entschließt er sich, Erik in einer seiner Predigten auf die Bühne zu holen und sagt, dass Erik der lebende Beweis dafür sei, dass Gebet Veränderung bewirkt. Anschließend überschüttet er ihn förmlich mit Lob für seinen großartigen Dienst. Erik ist das alles total peinlich. Er würde am liebsten im Boden versinken. Er macht doch nur, was jeder Christ tun sollte. Wenn Harald sich schon bedanken möchte, dann wäre eine herzliche Umarmung unter Brüdern doch wohl viel angebrachter. Das ist Mary. Mary hat für wirklich jeden ein offenes Ohr. Man könnte fast meinen, sie wäre Seelsorgerin. Oft telefoniert sie noch spät abends und hört ihren Gesprächspartnern geduldig zu. Das ist Anne. Sie ist Marys beste Freundin. Anne ist verheiratet und hat 3 Kinder und sie liebt es, sich mit vielen Leuten zu umgeben. Nach dem Gottesdienst lädt sie Mary für den darauffolgenden Sonntag zum Mittagessen ein. Diese nimmt die Einladung dankend an. Mit Anne hat sie schon lange nichts mehr unternommen. Anschließend laufen Anne noch 2 weitere Freundinnen über den Weg. Und so beschließt sie, einen Mädelsnachmittag draus zu machen. Am nächsten Sonntag stand Mary nicht schlecht, als Steffi und Franzi auch noch aufkreuzen. Und ihre gute Laune ist im Nu verflogen. Nicht, dass sie die beiden nicht mag. Aber auf einen ruhigen Nachmittag, nur mit ihrer besten Freundin, hatte sie sich eben schon die ganze letzte Woche gefreut. Was all diese Personen verbindet, ist die Tatsache, dass sie Wertschätzung auf unterschiedliche Weisen verstehen und weitergeben. Also sozusagen unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir erinnern uns. Da ist Sven, dem Hilfsbereitschaft viel bedeutet. Und da ist Carla, die anderen gern kleine Geschenke macht. Da ist Erik, der aufblüht, wenn er einfach mal in den Arm genommen wird. Und das ist Harald, der durch Lob und Anerkennung zu Höchstleistungen auffährt. Und da ist Mary, die so richtig auftanken kann
wenn sie ungeteilte Aufmerksamkeit erfährt. Okay, an der Stelle vielen Dank, Jan. Großartige Arbeit, toll gemacht. Und ich glaube, der Video, der wird viral gehen auf YouTube, denn der hat nicht nur jetzt in unserer Predigt was zu sagen, sondern ich glaube, das ist wunderbar erklärt, wie fünf Sprachen der Liebe in der Gemeinde relevant sind. Und er hat uns diese fünf Sprachen der Liebe mit diesem Video vor Augen gemalt. Da war Harald, der durch Lob und Anerkennung zur Höchstleistung auffährt. Da war Mary, die so richtig auftanken kann, wenn sie ungeteilte Aufmerksamkeit erfährt. Carla war die, die anderen gerne kleine Geschenke macht. Sven war der, dem Hilfsbereitschaft viel bedeutet. Und Erik ist derjenige, der aufblüht, wenn er endlich mal in den Arm genommen wird. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen unterschiedlich empfänglich sind für den Ausdruck von Wertschätzung, dann ist es sinnvoll, sich auch als christliche Gemeinde das ganze Repertoire der Wertschätzung anzueignen. Und darum schauen wir uns jetzt diese fünf unterschiedlichen Ausdrucksformen von Wertschätzung an und überlegen uns unter diesem Gesichtspunkt, wo in der Bibel so Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wurde. Und wir fragen uns dann, was das für unsere Gemeinschaft konkret bedeuten könnte. Also ich mache jetzt bei allen fünf Sprachen einen Zweierschritt. Immer erst, wo wurde so in der Bibel Wertschätzung zum Ausdruck gebracht? Und zum Zweiten, was heißt das konkret für uns? Beispiele dazu, wie wir das machen könnten. Steigen wir also direkt ein in die erste Ausdrucksform von Wertschätzung, nämlich Lob und Anerkennung. Bei dieser Wertschätzungssprache geht es darum, Wertschätzung verbal zum Ausdruck zu bringen. Ich drücke meine Wertschätzung mit Worten aus. Das können Worte der Ermutigung sein, das kann ein konkretes Lob sein, das kann ein Kompliment sein oder freundliche Worte, die ich jemand ausdrücke. Wir verbalisieren ganz konkret das, was uns positiv auffällt, was wir positiv feststellen, was uns gefällt, was uns inspiriert und was uns Freude bereitet. Im Buch der Sprüche finden wir einiges dazu, wie wichtig wertschätzende und freundliche Worte sind. Das heißt zum Beispiel in Sprüche 12, Sorgen drücken einen Menschen nieder. Aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Oder Kapitel 15, 23. Wie gut ist ein Wort zur richtigen Zeit? Oder Kapitel 16. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Und ist euch bewusst, dass selbst der Liebestank von Jesus gefüllt werden musste? Gott wusste, er muss den Wohlwollen, den Wertschätzungstank seines eigenen Sohnes füllen. Zweimal hört Jesus die Stimme seines Vaters vom Himmel, die ihm zuspricht, zum Beispiel in Matthäus 3,17, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und Jesus hört das einmal nach seiner Taufe und einmal auf dem Berg der Verklärung. Und auch bei den neutestamentlichen Briefen erleben wir, dass Paulus fast jeden Brief im Neuen Testament mit wertschätzenden Worten beginnt. Zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief 1, Vers 3 heißt es, wir müssen Gott immerzu für euch danken, liebe Geschwister. Und das ist richtig so, denn euer Glaube wächst überaus stark und die gegenseitige Liebe nimmt bei jedem Einzelnen von euch zu. Spürt ihr, wie viele Komplimente Paulus dieser Gemeinde macht? Gleich am Anfang erst mal raushauen, was er toll an dieser Gemeinde findet. Und ganz spannend, am Ende vom Römerbrief geschieht etwas sehr Erstaunliches. Paulus schreibt diesen Brief, diesen Römerbrief, also den Brief an die Gemeinde in Rom, obwohl er selbst noch nie in Rom gewesen ist oder diese römische Gemeinde je besucht hat. Und doch finden wir 16 Verse lang persönliche Grüße und wertschätzende Worte 28 verschiedenen Personen gegenüber. Der war noch nie dort, der Paulus, und trotzdem möchte er der Gemeinde in Rom zum Ausdruck bringen, wie sehr er sie schätzt. Und er verbalisiert das, indem er im letzten Kapitel 28 Menschen explizit lobt und ihnen Komplimente macht, wegen dem, was er über sie gehört hat oder wo er ihnen irgendwo mal begegnet ist und wusste, ey, ihr seid ja aus der Gemeinde in Rom. Mache ich ein paar Beispiele. Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch ausdrücklich unsere Schwester Phoebe. Sie ist vielen eine große Stütze gewesen. Oder grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Für mein Leben haben sie ihren Kopf hingehalten.
Grüßt meinen lieben Epanetus. Epanetus. Er war der Erste in der Provinz Asia, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die sich für den Herrn mühen. Und die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Und da geht's und so weiter und so weiter. Und bei jeder Person hat er etwas Wertschätzendes zu sagen. Die Ersten im Glauben, meine Stütze, für den Kopf für mich hingehalten. Sie wachsen, sie sind freundlich, was auch immer. Das ist Wertschätzung pur. Paulus lässt es sich nicht nehmen, Lob, Anerkennung, Dankbarkeit und Wertschätzung durch Worte zum Ausdruck zu bringen. Ihr Lieben, lasst uns das als Elia-Gemeinde doch auch tun. Lasst uns nicht sparen mit wertschätzenden Worten. Eben, nicht geschimpft ist eben nicht gelobt, nicht genug gelobt. Und ich möchte nicht schon dafür dankbar sein müssen, dass nicht gemotzt wird. Ihr Lieben, das geht besser. Ich glaube, es muss uns nicht peinlich sein, einander Komplimente zu machen. Aber wir müssen es sagen. Gedankenlesen funktioniert leider noch nicht. Es gibt so viele Gründe und Anlässe für Lob und Anerkennung. Wir können auf eine Person zugehen und Anerkennendes zum Ausdruck bringen. Wir können eine E-Mail schreiben und uns bedanken, eine liebevolle Postkarte schreiben oder einen Brief. Wir können eine Kurznachricht verfassen und darin unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Denkt bitte nicht, dass das wahrscheinlich schon genug andere gesagt haben und man nicht nochmal das Gleiche ausdrücken muss. Oder dass der andere das vielleicht gar nicht braucht. Oder dass ich den anderen ja gar nicht gut genug kenne. Oder dass ich das gar nicht richtig beurteilen kann und so weiter. Wenn dir ein wertschätzender Gedanke kommt, dann verbalisiere ihn, in welcher Form auch immer. Lass dich nicht davon abbringen. Es ist der Mühe wert. Okay? Und damit kommen wir zur zweiten Ausdrucksmöglichkeit von Wertschätzung, nämlich ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie im Video gesehen, geht es hier um Zeit mit besonderer Qualität. Also jemand meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Hier geht es darum, dass sich ganz bewusst auf den anderen einzulassen und sich auf ihn zu konzentrieren. Einige Menschen erleben es als besonders wertschätzend, wenn man bewusst Zeit mit ihnen verbringt. Auch hierzu gibt es einige Beispiele aus dem Neuen Testament, wo auf diese Art Wertschätzung zum Ausdruck gebracht werden soll. Als Jesus sich kurz vor seinem Leiden in den Garten Gethsemane zurückzieht, um dort zu beten, da bittet er ein paar seiner Jünger, ihm ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sollten an seiner Seite bleiben, mit ihm wachen und dafür sorgen, dass er ungestört beten kann. Das wäre ein großer Liebesbeweis ihm gegenüber gewesen. Jesus brauchte es nicht viele Worte oder Geschenke. Er wollte ihre Zeit, ihre Wachsamkeit, ihre Aufmerksamkeit. Leider ist in den Jüngern genau dieser Ausdruck von Wertschätzung dann misslungen. Er ist eher misslungen, sondern sie sind dann leider alle eingeschlafen. Als Jesus dann später einmal, als er nach Kapernaum kam, da wurde er irgendwann mal sofort von einer großen Menge Menschen umgeben und bedrängt. Gleichzeitig kam eine Frau von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Als er spürte, dass sich dadurch eine Heilung ereignet hatte, drehte er sich um und wollte wissen, wer ihn berührt hatte. Markus berichtet, da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt, und da fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Eine große Menschenmenge, alle drückten und drängten. Lieben, da macht's doch wenig Sinn, zu überlegen, wer ihn berührt hat. Aber Jesus nimmt sich die Zeit, dieser Frau ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken, sich ihr zuzuwenden und ihre Würde wiederherzustellen. Diese Frau, der wurde nicht nur eine Heilung geschenkt, sondern auch ungeteilte Aufmerksamkeit vom Messias selbst. Jesus hätte problemlos sagen können, ach stimmt, so viele Leute sind hier und es ist so ein Getümmel, kommt, da hat es jetzt keinen Sinn, mich jetzt auf jemanden zu konzentrieren. Nein, er wollte es trotzdem Getümmel wissen, wer das war und dieser Person konkrete Aufmerksamkeit schenken. Auch wir können einander diese Form von Wertschätzung schenken, jemanden
Also diese Form von Wertschätzung, nämlich diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir können zum Beispiel jemanden zum Essen einladen und ganz bewusst miteinander Zeit verbringen. Mit jemandem einen Kaffee trinken und einander zuhören. Mit jemandem spazieren gehen. Mit jemandem eine Zweierschaft pflegen. Mit jemandem in die Ferien gehen. Eine Gebetspartnerschaft mit jemandem beginnen. Und solche besonderen Zeiten des Gebets miteinander verbringen. Wir könnten nach dem Gottesdienst im gemeinsamen Gespräch Blickkontakt halten, aufmerksam zuhören und sich nicht von allem Möglichen ablenken lassen oder sich auch emotional auf die Sorgen oder Ängste des anderen einlassen und sich die Zeit nehmen, empathisch zu sein. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass es nicht nur ungeteilte Aufmerksamkeit braucht, sondern manchmal überhaupt erst einmal Aufmerksamkeit. Gäste erleben es in vielen christlichen Gottesdiensten immer wieder, dass sie nicht angesprochen oder übersehen werden. Eine Zeit lang alleine rumstehen, bis sie irgendwie mit komischen Gefühlen nach Hause gehen. Gerade hier ist diese Wertschätzungssprache äußerst relevant. Bewusst auf einen Besucher oder einen Gast zugehen, ihn willkommen heißen und ihm Aufmerksamkeit schenken, ihm das Gefühl nehmen, er sei irgendwie unsichtbar oder Luft. Ihr Lieben, das ist Kultur der Wertschätzung. Also das erste war Lob und Komplimente. Das zweite war ungeteilte Aufmerksamkeit. Und die dritte Ausdrucksform von Wertschätzung ist Geschenke, die von Herzen kommen. Immer wieder spielen in der Bibel Gastgeschenke eine große Rolle. Gastgeschenke oder Abschiedsgeschenke sind in orientalischen Gesellschaften bis heute Ausdruck größter Wertschätzung. Jedes Jahr an Weihnachten lesen wir die Geschichte, wie die drei Weisen aus dem Morgenland dem neugeborenen König der Juden, diesem Kind in der Krippe, Geschenke mitgebracht haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wobei ich zugeben muss, dass diese Geschenke nicht ganz kindgerecht waren. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wie wir einander unsere Zuneigung und Wertschätzung zum Ausdruck bringen können. Also ich würde dann das Gold nehmen. Und wiederum heißt es in den Sprüchen, Sprüche 18, ein Geschenk öffnet viele Türen. Geschenke können tatsächlich Herzenstüren öffnen und die guten Absichten und das Wohlwollen zum Ausdruck bringen. Gerade dort, wo sich die Stimmung dringend verbessern sollte. Auch hier gibt es so viele Ideen, wie wir das umsetzen könnten. Wo immer Menschen ein Team oder eine Kleingruppe verlassen oder aus irgendwelchen Gründen weiterziehen, können wir unsere Wertschätzung mit einem Abschiedsgeschenk zum Ausdruck bringen. Uns geht nicht um das perfekte Geschenk, sondern vor allem um die Geste der Wertschätzung, die eben von Herzen kommt. Warum nicht jemanden etwas aus der Urlaubsreise mitbringen, falls wir jemals wieder in den Urlaub können? Mir hat vor einiger Zeit ein lieber Freund einen Kasten mit seinem Lieblingsbier vor die Tür gestellt. Das war für mich ein Ausdruck seiner Wertschätzung. Warum nicht zur nächsten Teambesprechung eine Tüte mit frischem Croissant mitbringen? Warum der verwitweten älteren Dame nicht mal einen Blumenstrauß vorbeibringen, den sie vielleicht seit Jahren nicht mehr bekommen hat? Warum nicht das Buch weiterschenken, das mich selbst so begeistert hat? Auch hier haben wir fast unbegrenzte Möglichkeiten, einander mit Geschenken unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und damit sind wir schon bei der vierten Ausdrucksform von Wertschätzung, nämlich der Hilfsbereitschaft. Auch hier gibt es wiederum unzählige biblische Beispiele, wie Menschen ihre Liebe und ihre Wertschätzung durch ihre Hilfsbereitschaft zum Ausdruck gebracht haben. Einige der Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, haben ihn finanziell unterstützt, haben ihm finanziell geholfen. In Lukas 8 heißt es, all diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Ohne diese finanzielle Unterstützung und Hilfe hätte Jesus seinen Dienst so nicht umsetzen können. Und im Galaterbrief beschreibt Paulus, wie die Gemeinde ihm aufgrund seines Augenleidens so gerne geholfen hätte. Das heißt in Galater 4, ich kann euch bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch die Augen ausgerissen und mir gegeben. Und die erste Gemeinde, die war ganz wesentlich von dieser Hilfsbereitschaft geprägt,
Wir erkennen das, wenn es heißt in Apostel 2, Vers 44 und folgende, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Ihr Lieben, das ist Hilfsbereitschaft pur. Und diese Christen haben dadurch einander ihre Liebe, ihre Achtung und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Egal, zu welcher gesellschaftlichen Klasse man gehörte. Und auch hier gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie wir uns durch Hilfsbereitschaft unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen können. Wo immer ich dem anderen meine Hilfe oder Unterstützung anbiete, ist das ein Ausdruck der Wertschätzung. Vielleicht muss man manchmal auch gar nicht fragen, sondern einfach tun, einfach machen. Ich finde es so großartig, wenn hier bei Elia nach einer Geburt oder einer Erkrankung die entsprechende Familie oder die entsprechende Person eine Zeit lang von ganz vielen mit Mittagessen versorgt wird. Oder sich gegenseitig beim Umzug oder der Renovation helfen. Warum nicht den Computer einrichten oder Babysitten anbieten? Das ist jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl. Oder jemanden zum Gottesdienst mitnehmen, mit Fahrgelegenheit. Oder einem Neuankömmling von Erlangen eine Stadtbesichtigung anbieten. All das ist gelebte Wertschätzung, Hilfsbereitschaft. Und damit sind wir bereits bei der fünften und letzten Ausdrucksform von Wertschätzung, nämlich wertschätzende Berührungen. Jetzt überlegt ihr wahrscheinlich, wie soll das gehen? Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Ja, bin ich auch. Also in Bezug auf die Ehe geht es bei Gary Chapman hier um Zärtlichkeit, um liebevolle Berührungen und Liebkosungen. Und ich habe mir überlegt, was das wohl in Bezug auf die Gemeinde bedeutet. Ist es möglich, durch Berührung Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, auch außerhalb der Ehe und Familie? Aber auch hier haben wir eine ganze Fülle von biblischen Vorbildern, wo Menschen einander durch wertschätzende Berührungen ihre Achtung und Liebe zueinander zum Ausdruck gebracht haben. Wir lesen an mehreren Stellen im Neuen Testament, wie Frauen Jesus mit kostbarem Öl gesalbt haben, um ihm damit ihre Wertschätzung und auch ihre Dankbarkeit auszudrücken. An einer anderen Stelle fällt eine zutiefst dankbare Sünderin vor Jesus nieder, weint und trocknet mit ihren Haaren seine Füße. Wir alle haben das Bild vor Augen, wie Jesus die Kinder zu sich nimmt, die die Eltern ihm bringen. Und es heißt dann in Markus 10, da umarmte er sie, legte seine Hände auf sie und schenkte ihnen seinen Segen. Gerade weil die Jünger die Kinder als Störenfriede empfunden haben und sie nicht zu Jesus vorlassen wollten, ist diese Umarmung ein ganz starker Ausdruck der Wertschätzung Jesu den Kindern gegenüber. In mehreren seiner Briefe fordert Paulus die Christen zu solch wertschätzenden Berührungen auf, wenn er schreibt, Römer 16, grüßt euch gegenseitig mit dem Friedenskuss. Und eines der stärksten körperlichen Zeichen der Wertschätzung und der Zuwendung war im Alten wie im Neuen Testament die Handauflegung. Immer wieder werden wir aufgefordert, durch Handauflegung zum Beispiel für die Kranken zu beten, einander Vergebung zuzusprechen, einander zu segnen, einander Vollmacht zu spenden. Und ich denke auch, das können wir problemlos übertragen auf unsere Gemeindesituation. Ich hoffe, wir haben durch Corona nicht verlernt, uns zur Begrüßung auch wieder einmal herzlich in den Arm zu nehmen. Ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen zum Markenzeichen von Elia wird, dass sich Menschen hier sehr herzlich begrüßen und das durch mehr als ein distanziertes Hallo. Natürlich war das in der Schweiz einfacher, wo man sich grundsätzlich zur Begrüßung geküsst hat. Ich glaube, da stünde der Franke schon in der Gefahr, in Ohnmacht zu fallen oder zur Salzsäule zu erstarren. Aber wir können es ja mal probieren, wenn wir wieder dürfen. Warum geben wir uns nicht öfters ein High Five, wenn wir uns über den Erfolg oder die Leistung eines anderen freuen? Warum klopfen wir uns nicht dankbar gegenseitig auf die Schulter? Und es ist ein wunderbarer Ausdruck von der Wertschätzung, wenn wir füreinander beten und dabei in angemessener Art und Weise dem anderen die Hand auflegen und damit unsere Verbundenheit und Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Ich glaube, diese fünf Sprachen der Wertschätzung können uns auch helfen, im Rahmen der Gemeinde unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Lasst es nicht bei wertschätzenden Gedanken bleiben. Wir können unsere Wertschätzung also zeigen durch Lob und Anerkennung,
durch ungeteilte Aufmerksamkeit, durch von Herzen kommende Geschenke, durch Hilfsbereitschaft und durch wertschätzende Berührungen. Ein letzter Gedanke dazu. In der Ehe hilft es enorm, die Liebessprache herauszufinden, die der andere wirklich spricht. In der Ehe ist Treffsicherheit von entscheidender Bedeutung. Es ist einfach ungeschickt, wenn man 20 Jahre lang dem Partner seine Liebe auf eine Art und Weise zum Ausdruck bringt, mit der der andere nicht besonders viel anfangen kann. Ja, es macht irgendwie Sinn. Darum hat Gary Chapman dieses Buch geschrieben, damit Ehepartner draufkommen. Ach, die Ehe, die Liebessprache meines Partners ist ja die und die. Und ich sollte diese Sprache lernen. Für eine Ehe ist das auf Dauer enorm wichtig, diese Treffsicherheit. In der Gemeinde ist diese Treffsicherheit meiner Meinung nach nicht so wichtig. In der Gemeinde geht es nicht darum, von jedem Gemeindemitglied die genaue Liebessprache zu kennen, damit man auf alle Fälle auf die genau richtige Art und Weise Wertschätzung zum Ausdruck bringen kann. Ich glaube, in der Gemeinde ist die Frequenz wichtiger als die Treffsicherheit. Es geht um Häufigkeit, um Regelmäßigkeit, damit eine Kultur der Wertschätzung entsteht. Also ich möchte alle Möglichkeiten ausschöpfen, um bei Elia anderen meine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, manchmal mache ich ein Kompliment, mal bekommt jemand ein Geschenk, mal mache ich mit jemandem einen Spaziergang, mal helfe ich jemandem ganz praktisch und mal wird jemand so richtig geknuddelt. Und gleichzeitig dürfen wir uns darin üben, alle 5 Ausdrucksformen als Wertschätzung zu erleben, die uns da entgegenkommen. Selbst wenn wir vielleicht nicht so der Knuddeltyp sind oder mit Geschenken nicht so viel anfangen können. Also eben, da ist Treffsicherheit nicht so entscheidend. Da ist wichtig, dass ich verstehe, der andere drückt jetzt seine Wertschätzung aus. Ich möchte mich wertgeschätzt fühlen, selbst wenn ich in der Ehe eher der Typ bin, der dies oder jenes bevorzugt. Sei in der Gemeinde nicht zu sehr fixiert auf deine eigene Liebessprache, sondern öffne dich für alle Formen der Wertschätzung, die dir entgegengebracht werden. Am Ende entsteht eine Kultur der Wertschätzung, wenn wir ganz einfach fleißig darin sind, uns dieser Ausdrucksmöglichkeiten von Wertschätzung zu bedienen. Wenn das eine Seltenheit bleibt, wird es keine Kultur. Und versteht ihr, ich habe überhaupt keine Angst davor, dass wir es im Bereich Wertschätzung übertreiben könnten. Ich glaube, wenn wir den Eindruck haben, es ein bisschen zu übertreiben mit der Wertschätzung, dann kommen wir wahrscheinlich genau am Optimum vorbei. Darum, frisch ans Werk, lasst uns loslegen, diese Wertschätzungssprachen zu sprechen und einander den Wertschätzungstank zu füllen mit den vielen Möglichkeiten, wie wir einander Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck bringen können. Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, dass uns diese Predigtreihe über Wertschätzung geholfen hat und weiterhin helfen wird, mehr Wertschätzung zu empfinden und einander mehr Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und am Ende tatsächlich bei einer Elia-Kultur der Wertschätzung zu landen. Also vergesst den Hashtag Wertschätzung und Hashtag wertvoll bitte nicht. Es gab ein Leben vor Corona und es gibt ein Leben nach Corona und auch währenddessen tun wir alles, um Begegnungen möglich zu machen. Und deswegen stelle ich euch heute den Frauenstammtisch vor. Der Frauenstammtisch findet normalerweise alle 2 Monate an einem Sonntagabend um 19 Uhr vorzugsweise beim Italiener statt. Das ist ganz unverbindlich. Ihr könnt da kommen ohne An- oder Abmeldung. Das heißt, ich
reserviere einen Tisch für eine Gruppe und ihr dürft einfach dazu kommen. Es ist alles erlaubt, von Smalltalk über tiefsinnige Gespräche, vom Rumalbern bis zu Herzteilen für Frauen jeden Alters. Bei gutem Essen oder Wein oder auch mal bei einem Wasser, je nachdem, wonach es dem Einzelnen gerade ist, sitzen wir zusammen und genießen die Gemeinschaft. Im letzten Sommer haben wir uns draußen getroffen mit Anmeldung vorher. Auch das war möglich und sobald das wieder möglich ist, werden wir das sicherlich wieder in Anspruch nehmen. Aber auch jetzt während der strikten Regeln ist es möglich, Begegnungen zu haben. Wir haben uns jetzt schon einmal über diesen Gather Room getroffen, der Elia Online Lounge. Und auch das war besser, als sich gar nicht zu treffen. Wie erfahrt ihr davon? Es gibt immer eine Info über die Wochenmail und es gibt einen E-Mail-Verteiler, wo ich nochmal extra dran erinnere, dass es stattfindet. Wenn ihr da drauf möchtet, dann dürft ihr mich gerne anschreiben unter esther.becker@elia-erlangen.de. Heute ist Muttertag. Und da bietet es sich doch irgendwie an, ganz im Sinne und im Stile der Predigtreihe nochmal unsere Wertschätzung für unsere Mütter auszudrücken. Denn ich glaube, das haben sie verdient. Vielleicht kann man eine Karte schreiben. Es gibt, glaube ich, noch ein paar wertvolle Karten, die im letzten Gottesdienstjahr angekündigt wurden. Vielleicht schreibt man mal wieder ein Gedicht, so wie früher. Man führt ein Telefonat, schreibt einen Song oder was auch immer einem einfällt. Genau, und drückt irgendwie seine Wertschätzung aus. Nächste Woche beginnt dann die neue Predigtreihe, Starke Charaktere. Und dort beschäftigen wir uns mit den Geschichten von Jakob, Joel, Amos und Paulus. Von manchen von denen hat man vielleicht schon ziemlich viel gehört, von anderen dafür vielleicht weniger. Aber ich bin mir sicher, dass wir von allen etwas lernen und etwas Neues erfahren können. Danke auch, dass ihr weiterhin uns so kräftig finanziell unterstützt und damit so vieles ermöglicht. Die Gottesdienste, Projekte hier vor Ort oder auch international. Die Daten für die Spenden oder Kollekte bleiben die gleichen. Auf der Homepage findet man die Bankverbindung. Ansonsten gibt es auch wieder einen QR-Code hier mit dem Daten für PayPal. Oder man bringt es persönlich beim nächsten Live-Gottesdienst vorbei. Apropos Live-Gottesdienst. Diesen Sonntag und auch am 16., also nächsten Sonntag, werden voraussichtlich Live-Gottesdienste stattfinden, vermutlich in der Thomaskirche. Falls sich da was ändert, findet ihr das auch in der Wochenmail. Am 16. wird auch die Verabschiedung von der Sabrina stattfinden, sowohl online, aber dann auch nochmal live. Also auch da herzliche Einladung, kommt gerne vorbei. Nach dem Online-Gottesdienst wird es auch wieder die Online-Lounge geben. Dort könnt ihr euch auch mit den Daten über die Wochenmail einloggen und virtuell Leute treffen und sich noch ein bisschen über die Predigt austauschen in kleineren Räumen oder einfach ein bisschen quatschen. Vielleicht auch einen Kaffee vom Bildschirm trinken oder was auch immer einem noch einfällt. Zum Abschluss und bevor ihr in die neue Woche geht, möchte ich uns noch Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne uns in der kommenden Woche, dass wir seine Liebe, Stärke und Wertschätzung selbst erleben, spüren und an andere weitergeben können. Amen. Genießt den restlichen Sonntag, feiert einen schönen Muttertag alle zusammen und macht's gut.